Wenn beim Wudu ein Nasenloch aufgrund von Krankheit verstopft ist, wäre der Wudu gültig? Natürlich. Versuch, deine Nase frei zu kriegen, sodass das Wasser in die Nase gelangt und dann wieder heraustritt. Aber wenn das nicht möglich ist, dann gebe dein Bestes, ja, und versuche, so viel Wasser in die Nase zu kriegen, wie du bekommst. Im Allgemeinen, das Ausschnauben der Nase und das Ausspülen des Mundes ist nach vielen Gelehrten keine Pflicht. Ja? Keine Pflicht, nach den Hanabila schon. Es geht nämlich darum, gehört der Mundinnenraum und der Naseninnenraum zum Äußeren des Körpers oder gehört er zum Inneren des Körpers? Ja? Und die Hanabila sagen, das gehört zum Äußeren des Körpers. Wenn es zum Inneren des Körpers gehören würde, dann wenn du im Ramadan Wudu machen würdest und Wasser in den Mund machen würdest, wäre dein Fasten gebrochen.